Hallihallo, hier ist wieder Papa Noob. Hier irgendwo waren wir stehen geblieben. Und eigentlich würde ich jetzt hier direkt weitergehen, weil ich muss nach, ich glaube, Claw City hieß das Ding. Aber ich habe was Neues. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie ich das hinkriege. Ich habe nämlich ein neues Pokémon. PC-Box, da müsste das drin sein. Und zwar, man sehe und staune, Jennis hier. Zarude, oder wie auch immer das heißt. Zarude, keine Ahnung. Man beachte, Level 60. Das ist also schon ein bisschen stärker. So, und das Ding ist App. Typ Unlicht und Pflanze. Und hat eine Kampfattacke, eine Pflanze, normal und Unlicht. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist, aber Level 60 klingt nicht schlecht. Also schmeiße ich irgendeinen raus und dann nehme ich, glaube ich, Pampam. Da habe ich nämlich vorhin schon mal ein bisschen gespitzelt. Der hat auch eine Pflanzenattacke. So, und dann packe ich den nämlich dahin. Und nehme. Na. Jetzt. Und nehme den hier mit. Dann gucken wir mal, ob das Ganze was bringt. So. Und den gab es bei irgend so einem Spiel halt. Also, so können wir den Laden nennen. Also, im Gaming-Laden hat man da kostenlos einen Code gekriegt. So einen Code. Und dann war gut. Jetzt muss ich gerade noch mal gucken. Karte, wo muss ich überhaupt hin? Kehre nach Claw City zurück. Okay. Bin ich da schon? Habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Naja, sehen wir dann. Ist das Claw City? Weiß das jemand? Nein, das wird echt zu blöd. Ich weiß auch nicht, wo ich hin muss. Ja, so ganz falsch bin ich anscheinend nicht. Und die da kenne ich doch auch. Die oder den oder was immer das sein mag. Bist du hier, um zu gaffen? Erfreut dich mein Anblick, jetzt wo ich kein Challenger mehr bin? Nein, ich fand dich vorher schon hässlich. Hast du wirklich nichts Besseres zu tun? Doch, geh mir aus dem Weg. Ja, eigentlich schon. Und schon wirst du wieder kleinlaut. War ja von einem miserablen Trainer wie dir zu erwarten. Aber denk ja nicht, dass ich aufgegeben habe. Ich muss einfach Champ werden für den Liga-Präsidenten. Deshalb werde ich ihn darum bitten, mich wieder an der Arena-Challenge teilnehmen zu lassen. Ja, dann mach doch. Ah, das Ding schon wieder. Oha, wen haben wir denn da? Hoffentlich labern die nicht nur hier. Das ist mal ein strahlendes Pink. Ja. Der Junge nimmt kein Blatt vor den Mund und ein bisschen verschroben ist er auch. Das zeugt von Charakter, so mag ich das. Jetzt hast du jemanden anderen, den du reinkriechen kannst. Willkommen zu meiner Arena-Mission. Wie bitte? Pink! Pink! Von Kopf bis Fuß pink! Herzlichen Glühstrumpf. Was sollte das jetzt? Sie sind doch Papella, nicht wahr? Was in aller Welt sollte das eben? Olivia hat dich schamlos ausgenutzt und dich Wunschsterne für sie sammeln lassen, richtig? Und jetzt, wo sie dich nicht mehr braucht, hat sie dich einfach deinem Schicksal überlassen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Die Verzweiflung steht dir ins Gesicht geschrieben. Ich kann dir vielleicht aus dieser Misere helfen. Du musst nur mit mir kommen und bereit sein, Einsatz zu zeigen. Kannst du das, Jungchen? Diese Jungchen, der hat graue Haare. Ob ich das kann, ist das Ihr Ernst? Stellen Sie etwa mein Können in Frage? Natürlich kann ich das. Ich werde Ihnen zeigen, was in mir steckt. Sie werden schon sehen. Und dann bringe ich Sie dazu, mir alles zu verraten, was Sie über die Wunschsterne wissen. Wir verabschieden uns fürs erste Kindchen. Ja, dann geh mit Gott, aber geh. Du solltest dich als nächstes auf Route 7 begeben und nach, ja, wie auch immer, Chichester weiterreisen. Ja, hör ab, du arroganter Schnösel, du.
Route 7. BTF. Who the fuck ist Route 7? Ah, da ist Route 7. Hä? Moment. Well. Spikeford? Tunnel? Hä? Da hoch. Also erst geradeaus und dann links. Okay. Na dann gehe ich halt. Wie ging das noch mit dem Fahrrad? Ah, bin noch in der Stadt, okay. Ich muss mich erstmal wieder an die Karte hier gewöhnen. Och nee, laber mich nicht voll. Hallo, na wie geht's denn voran mit den Arena-Orden? Ich habe die antike Stätte von Passbeck jetzt von oben bis unten untersucht, aber ich weiß noch immer nicht, welche beiden Pokémon hinter dem Schwert und dem Schild stecken und wo sie sich heute aufhalten. So vieles ist noch unklar. Vielleicht hilft es, wenn ich mir nochmal die Wandteppiche in der Schatzkammer ansehe. Kaboom. Kaboom? Was heißt hier Kaboom? Nicht schon wieder. Was um alles in der Welt war das? Das laute Geräusch eben kam aus dem Klarstadion. Unter dem Stadion befindet sich das Energiewerk des Liga-Präsidenten. Was hatten wir noch alles? Oh, eine Energiequelle hier. Was zum? Ja, was ist dann? Mein Energiequellendetektor schlägt aus. Ja, so einen habe ich auch immer in der Hosentasche. Soll das etwa heißen, dass man hier Pokémon deine maximieren kann? Son, ja Gott, habt ihr eben diesen Knall gehört? Rose führt wahrscheinlich wieder irgendwelche Experimente durch. Das gefällt mir gar nicht. Wenn ihr nichts unternehmen könnte, sich mitten in Claw City ein Pokémon deine maximieren. Im Ernst, das sollte ich besser Rose mitteilen. Gute Idee, und ich komm mit, sonst verläufst du dich wieder. Ach, ist das ein Lappen. Ich kann es kaum abwarten, dich beim Turnier nach der Arena Challenge anzufeuern. Überlass das hier uns Erwachsenen und mach dich auf den Weg nach Chichester, damit du dir den nächsten Orden schnappen kannst. Hey Gott, ach der schon wieder. Sagt mal Leute, wollen die mit Gewalt das Spiel in die Länge ziehen oder was? Dieser Wald und Papillas Fragen waren zu viel für mich. Ich bin immer noch total durcheinander. Aber zum Glück habe ich dich endlich wieder eingeholt. Hä? Komm, lass uns auf Route 7 gegeneinander kämpfen. Vielleicht hilft mir das auf die Sprünge. Wenn ich mein neues Pokémon auspacke, fängst du an zu heulen, Freundchen. Hoffentlich. Ja, Messer mit dem Radl da. Schon wieder der. Wenn ich stark genug werden will, um Dylan einzuholen, darf ich nicht davor zurückschrecken, neue Sachen auszuprobieren. Du weißt sicher schon, worauf ich hinaus will. Wir müssen kämpfen, bla bla bla. Geh mir nicht auf den Geist. Okay. Rumborg. Alter, was ist das denn? Das Waldsterben live. Also gut, dann schauen wir mal, wozu mein aktuelles Team in der Lage ist. Holz sollte gut brennen. Hallo? Wie? Meine Attacke hat verfehlt. Was soll denn Mist? Klatsch. Dein Kampfstil erinnert mich irgendwie an meinen Bruder. Warum? Weil ich gewinne. Okay, ich wurde verwirrt. Na, probieren wir noch einen Doppelkick.
Ach nee. Na du Sack. Aha. Hat keine Wirkung. Wunderschön. Ich stelle jetzt auch mal einen Trank ein. Mal gucken, was passiert. Kommt er wieder mit seiner Dunkelklaue. Dann probieren wir eben noch mal einen Feuerball. So, zufrieden jetzt? Dummer Kerl. Moment mal. Ach so, das sind die Level. Ich dachte gerade, mein unteres Pokémon, dieses, wie auch immer das richtig heißt, hätte keine Leben mehr. Ach du Schande. Ja, ich habe eine Woche nicht gespielt. Ich wechsle mal mein Pokémon. Mal gucken, was das hier kann. Hallo! Macht der jetzt Relaxo ein? Oh, Relaxo mag ich. Der ist fett, faul und verfressen. Nahkampf, sehr effektiv. Testen. Hat das Ding weggeklatscht. Ach, du Heiland. Also, das Vieh kriegt ihr, wenn ihr zu, ich sag's jetzt einfach mal, ohne dass ich hier für jemanden Werbung machen will, das Vieh kriegt ihr bei GameStop. Müsst ihr nur hingehen, müsst sagen, ich will den Pokémon-Code oder so haben und dann kriegt ihr das kostenlos. Und dann müsst ihr euch mit einem Nintendo-Account irgendwie verknüpft sein mit dem indischen Netz, mit dem Internet und dann gebt einen Code ein, fertig, habt ihr das Vieh. Geht aber, glaube ich, nur noch so bis irgendwann Dezember 2020, also so 2 Wochen oder so habt ihr noch, oder keine Ahnung. Genau, Datum kenne ich leider nicht. Ich weiß nur, dass es im Moment noch geht. Iguana versucht, Elektrifizierung zu erlernen. Was könnte man da ersetzen? Kategorie, ja, keine Ahnung, Stärke 90, Genauigkeit 100. Hm. 90, 100, 60, 100, das ist eine Bodenattacke, Voltwechsel 70, 100, 65, 100. Ich habe keine Ahnung, ob ich gerade einen Fehler mache, aber ich mache es einfach mal. Okay. Hier wird brav gelevelt. Furnifraß. Möchte ich mein Pokémon wechseln? Hm. Nö. Mal noch eine andere Attacke ausprobieren vielleicht. Das Ding sieht komisch aus. Okay. Was ist denn Angeberei eigentlich für ein Blödsinn? Da gucken wir mal die Standpauke. Ja, aber auch nicht ganz schlecht. Okay. Was sagst du zu meinem Angriff eben? Das nenne ich mal eine saubere Leistung. Willst du mich verkackeiern? Was? War das? Keine Ahnung. So, dann. Oh, nehmen wir nochmal die Standpauke, war gut. Habe ich auch genug von. Platsch und tschüss. Ich glaube, viele Pokémon fangen muss ich eigentlich gar nicht mehr, um hier durchzukommen, weil ich glaube, meine sind nicht so schlecht. Vielleicht habe ich auch totalen Müll. Hä? Gott rum. Na, ich will weiter kämpfen.
Moment mal. Das ist doch nicht die Endentwicklung von den Pflanzen-Pokémon von vorhin, oder? Oh oh. Nehmen wir nochmal den Nahkampf. Komisch, mein Angriff sinkt, meine Verteidigung sinkt, aber der Typ ist platt. Okay. Hat der irgendwie eine Selbstheilung? Ich glaube, jetzt wechseln wir mal. Weil der mit der Elektro nimmt. Dann sollte ich vielleicht... Ah, Wasser und Gestein ist nicht doof. Doof. Ich dachte, ich nehme Gestein, weil das vielleicht gegen Elektro einigermaßen stabil wäre. Aber Wasser und Gestein ist natürlich eine miese Mischung in dem Fall. Okay, nehmen wir den nochmal. Es geht über einen Aufholsieg, nachdem man im Rückstand war. Ja, du bist aber auch ein Optimist. Oh, ein Buffy. Wie süß. Was ist denn die Blattgeißel? Wie verfehlt? Hä? Was war das? Bin ich im falschen Film? Wie, der wechselt einfach mein Pokémon aus? Na. Okay. Na, Köter, geht's dir besser? Und wenn der Typ ja unter Strom steht, dann erhöhen wir doch mal seine Leitfähigkeit mit einem Schluck Wasser. Oh, das hat nicht viel gebracht. Sag mal, haben die alle Schiss? Was war denn das jetzt wieder für eine Nummer? Jetzt ist der wieder hier. Ich wechsle die nicht von allein. Okay. Das sollte reichen. Feierabend. Aber das Ding war nicht schlecht. Wenn ich selbst keinen Durchblick habe, können meine Pokémon natürlich nicht voll aufdrehen. Tja, schon wieder abgezogen. Weißt du, bevor wir in unser Abenteuer gestartet sind, war mir nie klar, wie stark mein Bruder wirklich ist. Immer wenn ich ihn im Fernsehen gesehen habe, war Delion einfach nur dieser strahlende Stern für mich. Aber inzwischen weiß ich genau, was seine Stärke ausmacht und was mir dazu noch fehlt. Ich mag vielleicht ein bisschen langer sein als du, aber ich bin schon viel stärker als früher. Danke, dass du gegen mich gekämpft hast. Ich mach noch schnell dein Team wieder fit. Oh, das ist nett. Dafür kann ich dich jetzt mal leiden. Ich weiß jetzt, was ich wirklich will. Ich will nicht nur gegen meinen großen Bruder kämpfen, ich will ihn besiegen. Ich will Delion, den Unschlagbaren, schlagen. Du wirst schon sehen. Sobald ich mir den Arena-Orden in Chichester oder wie auch immer geholt habe, fordere ich dich wieder heraus. Na gut, dann geh mir einfach aus der Sonne. Oh, nein, da will ich nicht hin. Ach, wie komme ich mit dem blöden Fahrrad wieder runter? Lass mich. Ich will doch eigentlich nur gucken, wo ich hin muss. Ja, da hoch. Ein Taxi-Pilot hat immer und überall einsatzbereit zu sein, auch für Pokémon-Kämpfe. Tja,
Da bin ich mal gespannt. Taxipilot Nick. In der Nachbarschaft heißt einer Nick. Was ist denn das? Ein Flattervieh. Federn sollten brennen. Tun sie. Was ist denn Angeberei? Mein Angriff steigt stark, aber mir dreht sich der Kopf. Was ist das für ein Blödsinn? Oh. Naja, okay, hat gereicht. Geronimatz. Er denkt sich nur die Namen aus. Hilfe, ich will doch gar nicht. Was ist denn das? Ich bin verwirrt, aber ich glaube, ich treffe trotzdem. Quatsch! Er hat ja nur Vögel, der Typ. Ah, Garados. Oh, das ging schnell. Ja. Jetzt guckst du. Egal wohin ich mit meinem Taxi düse, Einsamkeit und Niederlagen sind meine ständigen Begleiter. Tja. Deine Flatterviecher waren jetzt nicht wirklich so stark. So, geh weg. Ja, ich will den Baum schütteln. Okay, einfach mal eingesammelt. Keine Ahnung, was das für ein Zeug ist. So, einen komischen Fuchs habe ich, glaube ich, schon. Ach, pfeift drauf. Meine Pokémon sind gut genug. So, wo sind wir denn hier? Route 8. Ah, sieht ein bisschen aus wie ein Hyrule. Abgesehen von den Leitern. Alles ein bisschen zerstört. Ach, da unten ist ein Praktibalk. Nee. Okay, das ist kein Praktibalk. Der hat einen Doppel-T-Träger. Habe ich gegen den da nicht gekämpft? Probier mal eine Kopfnuss. Okay. Hast du jetzt Grimasse ein? Der sieht ja aus wie ein Clown. Hau ab, Red Nose. Ja, das erzählt der Kamerad. Dann probieren wir mal noch den Doppelkick. Oh. Auch nicht so wirklich erfolgreich. Alter! Klatscht er mir das Ding da auf die Nuss. Könnt ihr mal probieren, den zu fangen? Ich nehme sogar einen Superball. Schnapp! Hab ihn! Keine Ahnung, ob ich den Superball jetzt unbedingt gebraucht habe, aber ich dachte, der ist ein bisschen stärker anscheinend. Und den hatte ich noch nicht. Strepoli und Maschok treffen sich regelmäßig zum Muskelvergleich. Aha. Poser. Erstmal in die PC-Box.
Schnief, schnief. Ja, ich will da runter. Ich habe doch hier irgendwo einen Ball gesehen. Ach, da oben, verdammt. Ah, lass stecken. Ich sehe zu, dass ich hier rauskomme. Oh, schon wieder so einer. Ey. Oh Gott, ich glaube, ich muss hier lang, ha? Huh? Hm, verdammt. Was ist denn das hier? Tipps für Trainer. Du kannst Watt sammeln, indem du einfach die leuchtenden Pokénester in der Naturzone untersuchst. Watt. Okay, wenn du das hier liest, heißt das, du bist schon weit gekommen. Ja, okay. Hau ab da unten. Nee, ich hab... Mann. Ich wollte an dem vorbei. Ich kann ja eigentlich auch flüchten, oder? Flucht. Wow. Okay, also es scheint nicht anders zu gehen. Ich muss hier durch. Einen Augenblick bitte. Es ist Zeit für einen Gesundheitscheck deiner Pokémon. Ärztin Romina. Roselia. Na gut, die kenne ich wenigstens. Die sollte mit Feuer ein echtes Problem haben. Gucken wir mal. Sie hat. Na, kerngesund? Brimano. Okay. Das kommt nur wieder. Was ist denn das für ein Ding? Oh. Gegen den muss ich schon mal gekämpft haben, so wie der aussieht. Ey, das Vieh ist Level 36 da drüben. Wirbler. Au. Nehmen wir mal noch eine Kopfnuss, da habe ich noch ein paar über. Platsch. Gut, geht doch. Und es wird munter gelevelt. Wenn es meinen Pokémon nicht gut geht, fühle ich mich auch total schlecht. Ja, dann geh mir aus dem Weg. Hätte es auch leichter haben können. Ah, nicht runterfallen. Ein Leuchtstein. Dieser besondere hell leuchtende Stein hilft manchen Pokémon bei ihrer Entwicklung. Tja, manchen. Super. Geht's ein bisschen unpräziser. Schnell weg. Ja, scheint's wirklich nur einen Weg zu geben, oder? Naja, das hier nehmen wir auf jeden Fall auch mal mit. TM96 Schmalhorn. Och du, ja. Der Anwender durchbohrt das Ziel mit seinem spitzen Horn. Diese Attacke trifft immer. Das muss ich mir immer merken. So. Da bin ich hergekommen. Das ist ein Golbit. Flücht! Ein Hypertrank. Nett. Na. Gott sei Dank.
Noch einer. Geh weg. Ha. Kann ich da runter? Nee. Hä? Was ist das da unten für ein Wurm? Offenbar so einer wie hier oben. Drei Luxusbälle. Ein behaglicher Ball, der Pokémon veranlasst, nach dem Fang dem Trainer gegenüber schneller zutraulich zu werden. Und da drin zappelt was. Schnell weg. Nein! Lass mich in Ruhe, du Clown. Ich habe davon deinen Bruder schon weggeklatscht. Lass mich in Ruhe. Ma, ich werde von einem Fussel verfolgt. Oh, okay. Irgendwas scheint hier zu sein. Ein Riesennugget. Oh, ganz gut für die Reisekasse. Sag mal, geh weg. Das Leben ist zwar wie eine Reise, aber das Ende des Lebens ist deshalb nicht unbedingt das Ziel. Okay, da ist was dran. Backpackerin Miley oder wie auch immer. Okay, ein bisschen Geld nehmen wir. Was ist das für ein Ding? Ruckzuckhieb. Au. Na, besser? Moment mal, stand da gerade, das ist nicht sehr effektiv? Hätte ich aber doch gesagt. Aua. Nie keine Wirkung. Jetzt reicht's mir aber gleich. Wie keine Wirkung, was soll der Müll? Dann wirst du eben gegrillt, dummes Vieh. Feierabend. Das soll nicht sehr effektiv sein, ich lach mich kaputt. Zweimal getroffen, das Vieh war im Eimer. Was für ein Ding? Skalik, Skalik? Whatever. Den könnten wir noch mal nehmen. Ah, jetzt gehen wir mal ein bisschen an. Na? Angriff sinkt, das ist schon mal nicht schlecht. Was nehmen wir denn da? Nassschweif. Komm, klatschen weg. Fast. Was? Pflücker. Was ist denn das für eine Attacke? Pflücker. So, oh, dann nehmen wir noch den Whirlpool. Kannst baden gehen, Freundchen. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass die Kämpfe hier unterwegs eigentlich immer relativ leicht sind. Gut, gehst mit auf den Weg, dumme Nuss. Oh Mann. Dass man da nicht durchrennen kann einfach. Ihr haltet nicht nur unnötig auf, Menschenskind. Gleich rennt der nächste in mich rein, 100%. Ah, doch nicht. So, den lassen wir mal gepflegt stehen. Da ist ein Wurm. Na, das hier will ich haben. Hallo. Ein Kingstein. Gibst du es einem Pokémon zum Tragen, lässt es mit seinem Angriff das Ziel gelegentlich zurückschrecken. Okay, und hier hat was geglänzt.
Ein Nugget. Gut, dann sind... Was? Hä? Was ist das denn Käse? Sieht irgendwie witzig aus. Okay, gegen das kämpfen wir mal. Mal gucken, Jungs. Ach, die setzen Ausdauer ein. Aha. Guck mal da. Überrumpler ist fehlgeschlagen. Sehr schön. Das schreit nach einem... Hey. Das schreit nach einem Pokéball. Schwupps. Geht doch. So, was ist das für ein sonderbares Ding? Kampfgewicht 62 Kilo. Fettsack. Die Befehle des Anführers werden in Frage gestellt. Okay. Nö, gibt keinen Spitzname. Ab in die Box. Wo bin ich überhaupt? Alter, ich hänge hier voll fest. Blödes Labyrinth. Gott sei Dank. Hä, was ist das hier? Voll die Handyfreaks. Nix wie weg. Oh. Dampfschwadenpfad. Ach. Schnell vorbei mogeln. Was ist denn das? Hehe. Wo sind wir denn hier? Das sieht aus wie ein Stadion. Ich glaube, da muss ich hin. Aber zuerst gehen wir mal ins Poké-Center und... Du hast eine Schubkarre voll Holzkohle. Ist dir das klar? So. Die nette Dame kann jetzt meine Pokémon wieder heilen. Ich würde echt mal interessieren, wie viel von den Pokémon echte Profis jetzt bei sich haben. So. Und da oben ist ein Stadion, da flitzen wir jetzt mal hin. In der Hoffnung, dass da dann die nächste Arena-Challenge stattfindet. Hä? Ist da ein Schwimmbad? Cool. Mal nachher noch eine Runde schwimmen gehen. Und eine Arena. Nicht der schon wieder. Oh Mann, ich habe gerade eine Riesenpleite heimgefahren. Meine Strategie gegen Gesteins-Pokémon war wohl nicht ganz das wahre. Gesteins-Pokémon. Dabei hatte ich sie mir doch 1:1 von meinem Bruder abgeguckt. So ein Mist. Hier hast du die Ligakarte des Arena-Leiters, gegen den ich gerade verloren habe. Wirf besser einen guten Blick darauf, bevor du dich der Herausforderung stellst. Du hältst die Ligakarte von Mac. Was? iMac oder McDonald's? Ich muss derweil überlegen, was ich an meinem Team ändern kann, um zu gewinnen. Ja, mach das, aber geh mir aus dem Weg. Oh Mann. Na gut. Das riecht dann schwer nach Gestein und wie riecht eigentlich Gestein? Keine Ahnung. Ich glaube, das soll es für heute gewesen sein.
Die Challenge gehen wir dann das nächste Mal an, im nächsten Part. Und bis dahin wisst ihr, ihr dürft gerne meinen Kanal abonnieren, meine Videos kommentieren. Ihr solltet die Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Und genießt euer Leben. Bis denn dann. Tschüss.